Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Whispered World. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen im Internet geguckt, weil ich nämlich zwei Folgen ja nicht weitergekommen bin, und dann würde ich mal sagen, darf man das auch machen? Weil ich möchte halt nicht die ganze Zeit ausprobieren und ihr dürft dann die ganze Zeit dazu gucken, weil ich glaube, das wird dann auch langweilig. Okay. Ich muss jetzt da reingehen und mit dem Schlegel zweimal auf das rechte Ding schlagen. Jetzt hoffe ich mal, dass alles geklappt hat, weil wir haben da schon ein bisschen rumgespielt, nicht, dass ich alles falsch gestellt habe. So, jetzt müssen wir da reinkommen, da reingehen und links unten ankommen. Wenn das so ist, dann haben wir richtig gemacht. Jetzt können wir nämlich den Eimer nehmen. Ich hoffe mal, das stimmt. Ich hoffe es einfach mal und wir gehen jetzt einfach hier rein. So, komm. So, sehr schön. Jetzt können wir nämlich ins Fenster gucken. Dort müsste jetzt der Eimer liegen oder so. Reinschauen. So, der Eimer ist in der Nähe des Fensters. Sehr schön. Jetzt können wir mit dem Gabelding. Ja, so könnte das klappen. Bam. Sehr schön. Jetzt wieder zurück. Dann hier wieder zurück. Und dann wieder nach oben laufen. Und dann müssen wir jetzt auf das alles nochmal umgekehrt machen und den Ball dann nehmen. Ich mache jetzt Zertwick, das baut man zu dem, damit er mal schneller hinterherkommt. So. Dann müssten wir, glaube ich, endlich mal hier weg sein. Bald. Ich hoffe es doch auch mal. So, dann nochmal hier raus. Dann da rein. Dann dort hinein. Jetzt den Eimer nehmen. Okay. Ganz kurz mal was gucken. Ich habe nämlich ein Foto gemacht. Jetzt aufs Rechte. Okay. So. Super, mein Stuhl quietscht jetzt. Jetzt sind wir wieder normal. Jetzt könnten wir raus und dann hätten wir es bald geschafft. Und dann gucke ich auch nicht mehr drauf. Weiter habe ich auch keine Fotos gemacht, aber hier in diesem Ding sitzen wir sicher schon 20 Stunden, 20 Folgen. Und ich bin ja schon bei Folge 70 oder so, weil ich 10 Minuten Parts immer gemacht habe. Jetzt mache ich halt 12 Parts. Allzu viel anders ist jetzt auch nicht. 2 Minuten, aber egal. Besser, besser als nix. Ich habe ja eine kurze Pause gemacht. So, wie geht das jetzt? Das Ding steht auf 4. Gucke ich auch nochmal das letzte Mal. Die Anzeige steht auf 4. So, jetzt benutzen wir das. Ist nicht alles im Eimer. Jetzt haben wir das Gabel mit dem Eimer benutzt. Jetzt benutzen wir den Eimer mit dem Hebel. Ich würde sagen, darauf komme ich auf jeden Fall nicht. Jetzt werfen wir den Fünfer-Spot hinein. So. Dann machen wir jetzt zum runden Spot. So. Dieser Fluchtweg scheint wie für mich gemacht zu sein. Ich will zurück in meine Zelle.
So, dann benutzen wir nochmal... Ich kann immer noch nicht glauben, dass es mir gelungen ist, ihnen zu entkommen. Yes, wir haben es geschafft. Corona! Wie soll ich da bloß jemals hinkommen? Ja, sehr schön, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt endlich aus diesem Gefangenen von den Ask geht's weg. Und jetzt geht's endlich hier mal richtig los. Naja, okay. Sehr schön. Jetzt habe ich das Foto auch geschlossen, weil weiter gucke ich auch nicht mehr. Wir kommen nicht mehr zum Aufzug runter. Das finde ich sehr schön. Also müssen wir da hoffentlich nicht nochmal rein. Ich verkneife mir lieber jede spöttische Bemerkung. Immerhin haben sich Steine auf meiner Reise doch erstaunlich oft als nützlich erwiesen. Nein, danke. Mir liegen schon mehrere Steine im Magen. Sehr schön. Ich würde sagen, wenn ich zwei Folgen nicht weiter weiß und ausprobiert habe, dann gucke ich einfach mal im Internet. Okay. Mir wird ganz schwummerig, wenn ich bedenke, dass ich damit gefahren bin. Ich glaube, ich habe mir auf der Fahrt hier hoch auf die Zunge gebissen. Hoffentlich gibt das keine Entzündung. Ich fahre da bestimmt nicht wieder runter. Ich bin heidenfroh, dass ich den Askil entkommen konnte. Okay, Schlucht. Da unten wohnen die Askil. Ich kann immer noch nicht glauben, dass es mir gelungen ist, ihn... Das hat noch weniger Spaß gemacht als vermutet. Springen ist keine Option. Hörst du, Sedgwick? Lass es bleiben. Okay, das ist das Schloss. Corona steht nur noch auf einer dünnen Felsnadel. Es scheint kein Weg hinaufzuführen. Wie soll ich da bloß jemals hinkommen? Wie wär's mit einem Kanonenkugeltrick? Ich glaube nicht, dass es irgendwer hört, wenn ich rufe. Ich glaube nicht, dass es... Das ist irgendwie was? Ich glaube nicht, dass es irgendwer sieht, wenn ich winke. Okay, laufen wir einfach mal weiter. Oh. Wo sind wir denn jetzt hier? Gleise, oh. Ein Bahnhof oder... Irgendwas anderes vielleicht? Ich gucke jetzt mal in den Garten. Hier wächst wohl gar nichts. Hey! War das etwa eine Anspielung auf meine Größe? Verdammt, es war keine. Nicht mal das habe ich mir drauf. Hey! Lass die Finger von meinem Kürbisbeet! Okay. Hey! Ja, ja. Die Vögel scheinen sich da recht wohl zu fühlen. Es könnte sich als schwierig erweisen, sie vom Beet zu vertreiben. Schusch! Wäre ja auch was ganz Neues, wenn mal irgendwer auf mich hören würde. Schusch! Die Vögel scheinen... Okay, das ist das Gleiche. Hemd, Wäscheleine, Opas Hose. Das ist doch schon wieder Opas Hose. Wie ist die denn hierher gekommen? Wie bist du an diese Hose da drüben gekommen? Das ist tatsächlich eine komische Geschichte und etwas peinlich. Ich werde die Wahrheit wohl mit ins Grab nehmen. Darf ich die mitnehmen? Hey, lass die Finger von meiner Wäsche. Das ist die Hose von meinem Opa. Hey. Auf meinem Grabstein wird stehen, die Welt konnte er zwar nicht retten, dafür hat er sich einen guten Überblick über die Wäscheleinen der Umgebung verschafft. Diese Leine sieht aus wie Opas Zahnseide. Ich glaube, es liegt an dem Moos, das darauf wächst. Wahrscheinlich ist es sogar. Hey, lass die Finger von meiner Wäsche! Auf meinem Grabstein die Welt dafür hat... Ist das hier dein Hemd oder hast du einen Pudel? Werd nicht frech, Bursche! XXXXS. Wie niedlich. Hey, lass die... Okay, aber Sedgwick ist ja auch nicht allzu größer. Das sieht nicht nach einer sonderlich vertrauenserweckenden Route aus. Das sieht... Wohin führen diese Gleise? Sie führten mal direkt nach Corona, aber die Gleise wurden stillgelegt. Und warum? Ich glaube nicht, dass es irgendwer sieht, wenn ich winke. Okay, dann reden wir jetzt endlich mal mit dem Bahnhofswärter. Ah, also ein Bahnhof. Ein schäbiger Typ. Heda!
Stopp! Anhalten, Gesindel! Keinen halben Schritt weiter! Kannst du mir helfen? Kommt drauf an. Wobei denn? Ich muss dringend nach Corona. Nach Corona? Vergiss es. Der Zug fährt nicht mehr. Ein Zug? Was für ein Zug? Ich sagte, vergiss es. Die Gleise wurden stillgelegt. Such dir einen anderen Weg. Welche anderen Wege nach Corona gibt es denn noch? Tja, genau genommen war der Zug der einzige Weg. Aber ich sagte schon, er fährt nicht mehr. Na super. Die Askel sind mir auf den Fersen. Die Askel sollen ruhig kommen. Ich bin darauf vorbereitet. Du hast mit deinem Leben abgeschlossen? Nein, Trickfallen aufgestellt. Ich werde die Welt zerstören. Tja, das will ich auch. Na und, wenn du mein Rat willst, posaun es nicht überall herum. Die Leute reagieren nicht so gut darauf. Ich bin ständig gezwungen, mich mit überdrehten Schwachköpfen zu unterhalten. Wirklich? Mir passiert das eher selten. Und in dieser Woche ist es sogar das erste Mal. Alles ist furchtbar. Die Askel wollen Corona angreifen, die Welt wird untergehen und ich bin an allem schuld. Mann, bist du ein Jammerlappen. Wenn ich deine Welt wäre, würde ich auch lieber untergehen. So viel ist mal sicher. Du kannst mir nicht helfen. Niemand kann das. Das glaube ich allerdings auch, so wie du rumläufst. Also, ist noch was. Du versperrst mir die Sicht auf meinen Lieblingsbaum. Es gibt einen Zug? Hörst du nicht zu, oder was? Ich sagte, es gibt keinen Zug. Die Lok steht zwar noch oben, aber sie fährt schon lange nicht mehr. Darf ich mir die Lok mal angucken? Na, hör mal. Ich bin doch kein Museum. Ich sagte, es gibt keinen Zug. Obwohl die Idee nicht schlecht ist. Ich frage mich, wie viel man für den Eintritt verlangen könnte. Aber die Idee mit dem Eisenbahnmuseum hat schon was. Ja, aber der Eintritt. Käme man bei sowas überhaupt auf seine Kosten? Ich weiß nicht so recht. Naja, auf jeden Fall. Ich beende jetzt die Folge und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und bis dann. Ciao.